Warum brauche ich überhaupt dickere und dünnere Nadeln? Brauche ich die nur, weil ich dickere und dünnere Stoffe nehme? Nein, das Wichtige ist, dieser Schlitz. Umso dicker die Nadel, umso breiter kann dieser Schlitz ja sein. Und bei jedem Einstechen, hier ist ja der Faden schon im Öhr, muss sich der Faden hier herauf in diesen Schlitz hereinlegen. Also wenn ich hier einsteche, muss hier der Faden Platz haben. Und in einem dicken Öhr und einem dicken Schlitz hat natürlich ein dicker Faden Platz. Und für ein schönes, dünnes Nähbild brauche ich eine dünne Nadel und einen dünnen Faden. Das passt wieder zusammen. Sonst würde uns die Fadenspannung nicht passen. Mit jeder Naht machst du die Welt ein bisschen schöner. Bis zum nächsten Profi-Tipp.